Hallo, ganz, ganz liebe Grüße aus meiner Divinely Designed World. Ja, die Überschrift von diesem Video ist: Die Macht und der Zauber liegt in der Perspektive. Welche Perspektiven meine ich? Sind die Hauptperspektiven: Ich bin, also was ich mich selber sehe und beschreibe. Und im Königreich der Dualität hat es grundsätzlich zwei Perspektiven. Ich bin ein Mensch, ich bin Human Design. Das heißt, ich bin menschlich, körperlich, beschränkt, begrenzt an Zusammenhänge, Rückschlüsse gebunden, die feststehen, die für mich nicht veränderlich sind, weil sie so sind und weil alle das glauben und weil sie immer schon so waren. Oder ich nehme eine andere Perspektive ein, und das ist die Divine Design Perspektive, die Perspektive der göttlichen Schöpferenergie. Göttliche Intelligenz, Dr. Joe Dispenza nennt es immer wieder liebende Intelligenz oder intelligente Liebe. Und das ist nichts anderes als eine Perspektive, eine Ansicht, gesetzte Ansicht nach Neville Goddard. Besser erklärt als das Gesetz der Anziehung, weil das Gesetz der Anziehung mir immer noch den Eindruck vermittelt, dass ich etwas anziehen muss, was außerhalb von mir ist. Und dabei ist ja alles innerhalb von mir. Die ganze Welt, die ganze Schönheit, die ganze Brutalität ist in mir drin. Nicht, weil es in meinem Körper gespeichert ist, sondern weil es in meinen Ansichten gespeichert ist. Und das ist so ein großer, großer Unterschied, der mich eben ermächtigt. Empowerment pur. Ich bin die Welt, ich bin das Universum, ich bin alles, was ich sehe, ich bin alles, was ich habe, ich bin alles, was ich fühle, aber ich habe die freie Wahl. Weil das, was ich fühle, grundsätzlich kommt ja aus der beschränkten menschlichen Perspektive, die ja glaubt, dass die Welt außerhalb von mir stattfindet, weil sie sich so sehr auf die Reflexion, auf den Spiegel, auf das Spiegelbild fokussiert, das sie außen zeigt und vergisst, dass es ja eigentlich innerhalb von mir entstanden ist. Kyla! Kyla! So, bin mit Hunden unterwegs. So, schaut mal hier vom See. Und das, was ich im Außen sehe, als Reflexion, als Spiegelbild, wie du halt das besser verstehen kannst, muss in dir entstanden sein, ist in dir entstanden. Meistens eben unbewusst, unterbewusst, falsch bewusst, anhand von falschen Ansichten und Perspektiven, die dich in die Machtlosigkeit und in die Unterdrückung rein manövriert haben. Aber es ist so wichtig, dass du eben erkennst, dass es wirklich nur eine Perspektive ist und dass du unendlich viele Perspektiven einnehmen kannst und eben auch die Perspektive, die Ansicht eines sogenannten Gottes, eine göttliche Ansicht, was nichts anderes heißt, dass alles in Ordnung ist. Und wenn ich das glaube, wenn ich das weiß, wenn das meine Wahrheit ist, dann wird sich im Außen genau diese Ordnung, diese göttliche Ordnung, reflektieren. Aber solange ich eben glaube, die Welt ist tatsächlich schlecht und reflektiere immer wieder das Schlechte, dann wird sich nichts verändern. Wenn ich aber verstehe, dass das Schlechte nur aufgrund der Lüge entstanden ist, aufgrund der Lüge, Vertreibung aus dem Paradies etc., ganz viele verschiedene Geschichten darum. Auf jeden Fall, weil ich geglaubt habe, es ist schlecht, ist das Leben und die Welt schlecht geworden.
Und ich weiß, das ist für viele von euch hier crazy, zu wirklich glauben, ich bin die einzige Power in meinem Universum. Es gibt nichts außerhalb von mir. Alles außerhalb von mir ist ein Spiegelbild, eine Reflexion, die ich drauf projiziere anhand von Ansichten, Rückschlüssen und Überzeugungen. Und wenn du mal in diese Lehre eingetreten bist und genau erkennst, wie die Sachen in deinem Leben entstanden sind oder eben nicht entstanden sind, dann wirst du sehen, dass es einfach hundertprozentig stimmt. Und dann kann man mit Vollgas in seine Macht eintreten und dann sagen, okay, wenn ich sage, wie es ist, dann ist es so, wie ich sage. Und dann muss ich aber auch die Person sein, die es hat, die es tut und die genauso denkt. Und wenn ich sage, die Welt ist gut, dann kann ich nicht den ganzen Tag sagen, wie scheiße die Welt ist, wie gemein und wie unterdrückt ich mich fühle und wie eingeengt ich mich fühle, etc. pp. Dann muss ich meine Gedanken ändern. Und das ist genau die große Herausforderung, eine Perspektive dessen einzunehmen, dass ich die Dinge habe und dass ich die Dinge verdient habe und dass ich alles bin und alles sein kann und dann so denken. Dann so denken, das ist der Schlüssel. Und in meinen Masterminds, es ist so genial, innerhalb von Sekunden, wenn man jetzt wirklich schon drauf sich einlässt, dann sieht man, wie das Außen sekundenschnell transformiert, mittransformiert. Ich ändere kurz meine Meinung, kriege eine Angst, kriege einen Zweifel und schon spiegelt mir das in einem Gespräch mit dem anderen sofort der andere. Und das ist der Zauber. Der Zauber, das ist der Zauber. Ich bin der Zauber, meine Ansichten sind der Zauber. Das, was ich sage, wer ich bin, ist der Zauber. Ich bin alles. Und Gesetz der Anziehung ist halt nur ein kleiner Teil, der oftmals eben falsch gesehen wird, weil ich ziehe nicht an. Im Gegenteil, ich pushe out. Everyone and everything is me pushed out. Das ist es. Alles kommt aus mir heraus, entsteht in mir. Ja, ihr Lieben, für Frauen, Rising Up Mastermind, genau in diese Identity, Divine Design Identity. Ich hatte vorher noch ein Gespräch, es ist so, so wichtig zu erkennen, dass ich eben meine eigene, mir auf den Leib geschnittene Divine Design Identity outpushen darf, soll und nicht irgendeinem Muster folgen, irgendeinem Lifestyle folgen, irgendeinem Rezept folgen, wie es andere gemacht haben, sondern ich erkenne das Prinzip, ich erkenne mich, wer ich bin in Wahrheit und dann mache ich das draus, was ich will. Die Luxustussi, die Sportliche, die Easy, der Coach, was auch immer, was mein Herz begehrt auf meine Art und Weise, weil ich muss ja nur das Prinzip verfolgen, mein Divine Design Prinzip, dann kann ich mein Leben machen, wie ich will. Ich muss keiner Regel befolgen. Ich muss keine Strategie folgen. Ich muss nichts von anderen lernen. Das ist jetzt das Geile. Immer wieder kommt, lerne von denen, die da sind, wo du hin willst. Und da bin ich immer angestoßen. Ich kenne keinen, der da ist, wo ich hin will. Die leben alle nicht das Leben, das ich leben will. Niemand lebt das Leben, das ich leben will. Und so ist es bei jedem anderen auch. Jeder muss das für sich selber entscheiden. Und die Ermächtigung, die haben wir per se. Und es wird immer wieder ein bisschen hier geblendet, indem es heißt, ich muss von anderen lernen. Ich kann von anderen nur das Prinzip lernen. Ich kann von anderen lernen, wie sie ihren Mind dahin gesettet haben, dass er geglaubt hat, dass ich Divine Design bin, dass ich göttliche Perfektion bin, dass ich absolut in Ordnung und fehlerfrei bin, keine Schuld mehr trage, etc. Weil das eben alles aus dem Human Design, aus dem menschlichen Denken entstanden ist. Das kann ich lernen, das kannst du von mir lernen. Aber dein Lifestyle, dein Ding, deine Lebensrolle, die dir auf den Leib geschneidert ist, die schreibst du schön selber und die musst du nirgendwo abgucken. Du kannst dich inspirieren lassen. Alles klar, aber du musst sicher niemals dorthin gehen oder so hingehen, wo andere sind, wo du glaubst, weil die Geld haben oder wo du glaubst, die sind frei oder wo du glaubst, die sind gesund. Es ist das Prinzip, dass ich bin alles und ich entscheide, was ich bin. Und nachher darf ich es ausgestalten. Ich bin frei, okay, frei zu reisen, frei mir alles zu kaufen, frei monogam zu sein, frei polygam zu sein, frei ein Business zu haben, frei kein Business zu haben, whatsoever.
Aber es geht nur um das. Nur um das. Und ich will einfach hier aufklären, dass niemand vom anderen etwas lernen kann, außer ein Prinzip. Und das ist das Prinzip der Schöpfung, Manifestation, Kreation, wie auch immer. Und das anzuwenden nach seinem Gusto aus der höchsten göttlichen Perspektive. Yes. Und die ist halt immer perfekt. Es ist immer perfekt. Und wenn ich weiß, es ist immer perfekt, dann ist jeder andere auch immer perfekt. Und dann muss ich niemanden kontrollieren, manipulieren, korrigieren. Außer er fragt mich drum, wie zum Beispiel in meinen Coachings. Und dann kriege ich einen klaren Auftrag. Und dann mache ich das auch. Das führe ich das auch aus. Aber wenn ich keinen klaren Auftrag habe, dann coache ich auch nicht. Dann mache ich meine innere Arbeit für mich und dann sehe ich jeden im allerhöchsten Design, in seiner absoluten Perfektion und lass ihn dann auch sein. Und wenn dann jemand mich fragt, dann sage ich meine Meinung, natürlich, meine Ansicht, meine Perspektive. Logisch, aber mehr mache ich dann nicht, weitergehen tue ich dann auch nicht. Und deswegen gibt es meine bezahlten Programme, wo du mich beauftragst, dir dieses Prinzip zu lehren und mit deinem Verstand so zu sprechen, dass er es versteht, dass er eben nicht menschlich beschränkt ist, sondern göttliche Energie ist, die sich hier manifestieren und ausbreiten darf. Und darum geht's, ihr Lieben, es ist so genial. Und es ist alles in allerhöchster perfekter Ordnung, wenn ich eine Entscheidung treffe und wenn ich die bin, die diese Entscheidung trägt. Und da wollen wir hin. Übrigens in Rising Up, so eine Gruppe genialer Frauen, ich freue mich schon so mega drauf. Und Rising Up, ja, in mein Divine Design, in meine Divine Design Identity, genau so, wie ich es haben will. Also wie du es haben willst für dich und nicht so, wie ich es für mich haben will. Und du lernst auch nicht von mir, weil ich dort bin, wo du hin willst, Gottes Himmels Willen. Natürlich willst du hier hin, ist mir schon klar. Hier will jeder hin. Aber das Leben in meinen Schuhen zu laufen, musst du nicht wollen, um erfolgreich zu sein und um dein Leben zu leben und eine Freiheit zu haben, sondern du machst es eben genauso, wie es für dich lustig ist und passend ist. Und du veränderst es jeden Moment, wenn du denkst, eigentlich will ich es lieber anders haben. Niemand nagelt dich fest, du bist so frei, dass du dich selbst beschränken kannst. Also ihr Lieben, ich wünsche euch hier nochmal einen wunderschönen Tag aus dieser wunderschönen Natur. Rising Up, ich weiß nicht, wie viele Stunden noch übrig sind, aber innerhalb der nächsten, keine Ahnung, ich glaube es sind so ja mittlerweile 20 Stunden, werde ich den Preis erhöhen. Ich sage euch nicht um wie viel. Ich werde in Schritt und Schrittweise erhöhen. Es ist ein unglaublich mega Angebot. Es sind 1:1 Coachings dabei, die dich nochmal turbomäßig beschleunigen. Und rise up, rise up. Es gibt keinen Grund, hier zu bleiben auf dieser eingeschränkten Perspektive. Wir nehmen eine neue Perspektive an. Also in diesem Sinne sehen wir uns ganz, ganz bald. Und wer Fragen hat oder sagt, ich will unbedingt dabei sein bei Rising Up, aber ich habe es jetzt gerade noch nicht so auf dem Schirm, wie ich das mir möglich machen soll finanziell, aber ich weiß, alles ist möglich, melde dich jetzt einfach bei mir. Und wenn ich weiß, dass du wirklich interessiert bist, dann kann ich diesen Preis und dieses Angebot für dich einloggen. Aber wenn du dich nicht meldest, dann kann ich nichts für dich tun. Also bis dann, ciao, ciao.